Herzlich willkommen zur Passionsandacht in der Dorfkirchengemeinde Gartow. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören einige Gedanken zur Passionszeit. 7 Wochen besinnen wir uns auf das Leiden Jesu Christi und in dieser Zeit hören wir die Geschichte nochmal ganz anders. Aber beginnen möchte ich mit einem Lied, da wohnt ein Sehnen tief in uns. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott, nach dir, Jesus, sieh mir dazu sein. Es ist ein Sehnen, es ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie du uns siehst. Passionszeit. Wir hören die Geschichte Jesu, dem Mann aus Galiläa, der durch das Land zog, Freunde sammelte, Menschen von Gott erzählte und immer wieder die Liebe dieses Gottes zur Welt, zur Schöpfung, zu jedem einzelnen Menschen kundgetan hat. Und zum Schluss seines kurzen Lebens der Weg nach Jerusalem, am Anfang noch voller Würde. Würdevoll ist, so finde ich, auch die Farbe der Passion. Es ist die Farbe Lila, eine Farbe, die kräftig ist. Viele sagen, die Grundlage von Lila ist das Purpur, Purpur eines Königs. Die römischen Könige und Kaiser, die dürften Purpurmäntel tragen. Und der römische Bürger, der dürfte einen kleinen Purpurfaden in seinem Gewand haben. Jesus zieht ein in Jerusalem und wird bejubelt wie ein König, als wenn er Purpur tragen würde. Aber wir haben ja nicht Purpur, sondern dieses Purpur ist abgedunkelt. Ein schwarzer Schleier liegt drüber, so dass das Violett entsteht. Violett, die Farbe der Passion. Es bleibt eine würdige Farbe, denn auch im Leid ist Würde, auch in der Traurigkeit ist Würde. Und diese 7 Wochen Passionszeit, die braucht man, um sich auf das Geheimnis von Ostern vorzubereiten. In diesem Jahr scheint mir vieles ganz anders zu sein. Wir haben kaum eine würdevolle Passionszeit, um uns auf das Osterfest vorbereiten zu können, sondern wir sind, manche von uns, eingesperrt in ihren Kammern, viele in Quarantäne oder selbstgewählter Quarantäne. Sie sind zu Hause, haben keine Möglichkeiten, Menschen zu treffen, keine Möglichkeiten, Gottesdienste zu feiern. Es ist eigentlich die Farbe Schwarz, die jetzt gerade drin ist. Schwarz ist die Farbe des Karfreitages. Nun denken wir wirklich an das ganze Leid der Welt, das ganze Leid Jesu Christi, das er stellvertretend trägt. Aber stellvertretend in diesem Jahr, wenn wir an die Krankenhäuser in Norditalien denken oder in Spanien, da ist doch dieses Leid zu spüren. Schlimmer, als ich mich erinnern kann, es jemals war. Leid. Die Farbe Schwarz passt. Und möglicherweise ist das auch bei uns so, dass es für viele schwarz ist, dass viele nun das Leid sehen, das eigene, die eigene Not, die eigene Existenzangst oder das Leid, was andere Länder tragen müssen. Das ist der Karfreitag, der schwarze Tag, der Tag des Leides und des Sterbens. Dann kommt der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe. Und der Tag der Grabesruhe ist ebenso ein schwarzer Tag. Ruhe, die Stadt ist ruhig. Sonst genieße ich den Karsamstag. Ich freue mich, dass die Geschäfte langsam zumachen. Ich freue mich,
dass man sich auf das Osterfest in Stille vorbereiten kann. Aber diesmal scheint mir der Kar-Samstag und der Kar-Freitag so lang zu sein. 7 Wochen lang vielleicht, wir wissen es nicht. Und sonst ist es so, dass ich in diesem Schwarz schon langsam, ganz langsam das Weiß andeutet. Das Weiß des Neuanfangs, des Osterfestes. Ostern. Wir fangen neu an, neues Leben ist da. Das Leben ist stärker als der Tod. Das wollen wir zu Ostern feiern, aber wann können wir es so richtig feiern? Ich habe den Eindruck, wenn die schwarzen Tage vorbei sind und wir einigermaßen glimpflich davongekommen sind und wenn wir merken, wo es nicht glimpflich war, dann werden wir nicht gleich ein weißes Osterfest feiern können mit aller Freude des Neubeginns, sondern ich habe den Eindruck, wir müssen dann erstmal die Zeit der Passion nachholen, der Besinnung, des In-sich-Gehens. Wie hat sich die Welt verändert? Wie finden wir neue Antworten? Was sind zukünftig unsere Lebensgrundlagen? Was wollen wir tun? Was wollen wir lassen? Wie müssen wir unser Land, unsere Kirche, unsere Gesellschaft aufbauen? Welche Strukturen haben getragen? Wo haben sich neue Freunde auch durchs Telefon gerade gefunden? Und wo waren wir allein gelassen? Wo waren andere allein gelassen? Ich glaube, wir brauchen dann erstmal eine Passionszeit der Neubesinnung und der Umkehr. Und meine Hoffnung ist, dass wir dann einst die volle Farbe Weiß sehen können. Das volle, ganze Osterfest.